Ja, Schulreform oder keine Schulreform, das ist ja die Frage. Es ist ein ewiges Hin und Her, eine unglaublich schwierige Geburt nach unglaublich zähen und langen Verhandlungsrunden zwischen SPÖ und ÖVP. Hat man sich am Wochenende ja schließlich einigen können, dass zumindest das, was man nach außen hin kommuniziert hat. Und man braucht ja für die Schulreform einen Dritten im Bunde, denn man braucht eine verfassungsgebende Mehrheit, das heißt eine Zweidrittelmehrheit und dafür eben zusätzlich zur SPÖ und ÖVP noch Grüne oder FPÖ. Man hat sich dann mit den Grünen scheinbar einigen können, doch die haben sich nach Durchsicht des Entwurfs dann schließlich doch nicht zu einem Ja durchringen können, also zu einem Ja zur Schulreform durchringen können. Deshalb wird es sie jetzt wohl doch wieder nicht geben, beziehungsweise ist fraglich, wann sie kommt. Der Grund ist, die Grünen sagen, vor allem der Bildungssprecher Harald Walser sagt, dass im Kleingedruckten des Entwurfs quasi das der wenig erfreulich sei und der Clubobmann Albert Steinhauser spricht sogar von Etikettenschwindel. Ja, der Punkt ist, es geht um die Modellregionen bei den Gesamtschulen. Das Thema der Gesamtschule ist ja ein ideologisch eingefärbtes Diskussionsgrund immer wieder gewesen. Die Frage, ob nun also alle Kinder gemeinsam in einer Schule unterrichtet werden sollen oder ob sie doch getrennt werden sollen nach Leistung, ist ja eine Frage, die uns seit Jahren schon begleitet. Nun hat man sich da jetzt halbwegs einigen können, aber es ist eben so, dass die ÖVP mit den Modellregionen nicht ganz einverstanden ist. Und so haben auch die Grünen, die ÖVP im Verdacht, dass hier getrickst werden soll in Sachen Modellregionen. Konkret heißt es nämlich im Entwurf, dass 50% aller Eltern bei den Modellregionen zustimmen müssen. Die ÖVP ist nun mal eher dagegen, also gegen diese Modellregionen. Und Steinhauser, also der grüne Clubobmann, sagt nun, er sehe hier ein unseliges Schauspiel auf Kosten unserer Kinder. Ja, wann weiterverhandelt wird, konnte noch nicht gesagt werden. Es ist auf jeden Fall klar, dass weiterverhandelt wird, aber wann, konnte man noch nicht sagen. Und die Grünen schlagen jetzt zwei Varianten vor. Die erste Variante ist die, die ihnen weniger gefällt, die auch schon einmal von der ÖVP vorgeschlagen wurde. Und zwar, dass an den einzelnen Standorten, also an den jeweiligen Schulen, jeweils abgestimmt werden soll, ob da nun eine Modellregion mit Gesamtschule kommen soll. Und zwar nicht von den Eltern oder Lehrern, sondern vom Schulgemeinschaftsausschluss, also von den Lehrern, Eltern und Kindervertretern. Die soll mit einer einfachen Mehrheit abstimmen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit gefällt den Grünen deutlich besser. Das wäre, dass das gesamte Bundesland abstimmt, und zwar nicht eine einzige Gruppe, sondern eigentlich alle Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt von der ersten bis zur achten Schulstufe unterrichten, aber auch die Eltern von all diesen Kindern, sprich von AHS-Unterstufe, von neuer Mittelschule und von Volksschule, die alle sollen abstimmen im jeweiligen Bundesland, also 9-mal in Österreich, und dann wird darüber entschieden, ob in dieser Modellregion also eine Gesamtschule kommt oder nicht.